Moin Moin Leute und willkommen zu einer erneuten Folge von der MSV Duisburg. Ja, Frauen-Bundesliga. Und heute ist Spieltag Nummer 16. Mit einem Sieg gegen Leipzig können wir erstmal wieder an Bayern dichter kommen. Mit 2 Punkten. Oder beziehungsweise mit einem Punkt. Und ja, heute ist unser nächster Gegner Leipzig. Die Letzter sind mit 5 Punkten. Da hatten wir tatsächlich unentschieden gespielt, 2-2. Ne, 2-1. Knapper Sieg. Und Wolfsburg muss gegen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Nee, Leverkusen. Wie komme ich denn auf Wolfsburg? Ich meine, Leverkusen muss gegen Köln. Also Revierderby direkt. Also auch ein schönes Derby-Spiel. Bayern hat unentschieden gegen Frankfurt. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Und da sind wir in der Scheunensoll-Arena angekommen. Die Gäste aus Leipzig sind zu Gast. Bei den Zebras. Und Leipzig findet nicht so wirklich in diese Saison rein. Nach 16 Spieltagen noch ohne Sieg. Ist schon mal eine sehr schlechte Bilanz da. Aber 5 Punkte. Ja. Ich weiß nicht, was ist da los mit Leipzig. Und dahinter ist halt direkt Nürnberg. Aber Nürnberg holt sich halt wenigstens Punkte. Mein Ziel war ja eigentlich irgendwie die Liga zu gewinnen. Aber es wird nichts. Oh ne, wir passen zu der Leipzigerin. Und Leipzig, oh, die spielen, als wären sie oben dabei. Aber okay. Schlechter Abschluss auf jeden Fall. Weil die hatten. Ich weiß nicht, die spielen wie ein. Als wären sie Zweiter, so spielen sie hier. Aber egal, erste Chance von denen gewesen. Geht direkt mal komplett über den Kasten. Jetzt vielleicht mal von MSV die erste Chance. Ne, ne. Anstatt im Rückraum zu passen, nee. Machen sie es lieber anders. Oh, Foul. Und das ist glatt rot. Das muss glatt rot sein und so ist es. Glatt rot für Marlene Müller in der 21. Spielminute. Und das ist sehr bitter für die Leipziger mit einmal weniger und da kommt direkt MSV und macht direkt das 1 zu 0. Direkt nach der roten Karte direkt das 1 zu 0 und jetzt wird es halt schwieriger für die Leipziger, weil sie spielen mit einem Mann weniger und wir haben halt dafür jetzt ja ein paar Vorteile. Aber trotzdem, man darf Leipzig hier nicht unterschätzen. Definitiv nicht. Aber auch wieder mal. Weiß ich nicht. Ärgerlich auf jeden Fall für die Leipziger. Sie hätte da besser reingehen müssen. Aber sonst. Wer zu spät kommt, musste halt damit rechnen. Und jetzt nochmal Hess. Hessen mit nicht 2-0, schade. Geht knapp am Tor vorbei. Und weiter geht's. Weiter geht's hier. Unser Ball. Emmerling. Emmerling holt sich die Ecke ab. Genau so wollten wir das. Weil wir wissen alle, wir sind Ecken.
Eckenstark. Ob wir es hier zeigen können? Nee. Aber die Chance war ja noch da. Ender Mamudovic kommt da schön raus. Oh. Was habe ich denn da gemacht? Muss man gerade schon ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. Sie kriegt wirklich den Ball. Aber in der Mitte ist keiner. Egal. Zweiter Pfosten, da ist er. Ah, zwei. Da ist sie. Nicht. Da ist er. Ah, ich bin hier ja die Frauen, nicht die Männer. Oh mein Gott. Die Leipziger kommen nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Nächste Chance für uns. Nächste Chance. Und wieder starke Parade von der Keeperin. Aber diesmal kam sie auch besser, die Flanke. Diesmal machen wir es einfach so. Oh, die kommt gut. Die kommt sehr gut. Da ist das 2-0. Aber das war diesmal nicht Henriksen. Diesmal war es nicht Henriksen, die das macht. Das Tor. Es ist. Fühl? War das so? Ist das die Nummer 8 Fühl? Oder irgendwie so? Habe ich richtig? Nee, Fürst, Fürst, Fürst. Füßler schon. Nee, Fürst. Macht's das 2 zu 0 hier. Und das riecht eindeutig zu langsam. Aber sicher vor der Halbzeit. Schiedsrichterin pfeift noch nicht ab. Das heißt nochmal eine Chance für uns. Aber mit einem 2-0 gehen wir in die Halbzeit. Das ist sehr stark. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, zweiter Abschnitt beginnt. Und die Kölner liegen vorne gegen Leverkusen. Und damit wären wir wieder einen Tabellenplatz höher. Das ist doch mal was. Hess ist auch eine gute Spielerin abseits. Ah, da hatten wir die Lücke gesehen, aber viel zu spät gepasst. Halber vielleicht besser machen können. So heiß. Ja, okay. War eigentlich nicht so geplant, aber egal. Ja, komm, geh da ran da. Aufpassen, aufpassen. Ender Mamudovic, in der 58. Spielminute darf sie auch mal eine Parade zeigen. Ja, vielleicht. Oh ne, oh ne. Eieieiei, der Anschlusstreffer für die Leipzig. Für RB Leipzig. Oh, ist das bitter. Und Ender Mamudovic war da halt noch dran gewesen. Aber kann ihn leider nicht entscheidend vorbeilenken. Sie lenkt ihn einfach selber ins Tor. Und stark gemacht das Tor. Ja. Jetzt steht das Ergebnis wie im Hinspiel. Nein, das kann nicht wahr sein. Jetzt müssen wir uns aber hier wieder mal ein bisschen sputen. Nicht, dass wir hier noch. Das Ausgleichstor kriegen. Das wäre nicht so toll. Ich höre gar nicht, wenn man hier 2-0 vorne liegt. Und dann gegen den letzten. So ein 2-2 kassiert, das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
Sehr starke Grätsche, aber es gibt eine Karte. Müssen wir so hinnehmen. Fertig. Paula flach. Oh, gute Freistoßposition. Sie probiert's direkt. Oh, sehr starke Grätsche da. Einwurf Leipzig. Ja, die Leipziger wollen. Leipziger haben Bock. Stark. Jetzt andere Seite. Nein, 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 nein. Schade. Ah, come on. Es sind die letzten Minuten auf der Uhr. Die Schlussphase bricht an. Die kommt gut. Oh ja, oh ja, oh ja, okay. Einmal Link, probiert selber. Schade. Aber viel zu zentral. Jetzt Abschluss suchen. Schade, wird leider abgeblockt. Das kann nicht wahr sein. Gewinnen wir erneut 2-1 gegen die Leipziger hier. Es war jetzt so stark. Nein, was ist das denn? Let's go. Das ist es. Das muss es sein. Oh, Scorpion Dick. Oh, schade. Das wäre zu lustig gewesen, wenn er reingegangen wäre. Schade. Oh, Mann. Das kann nicht wahr sein. Aber da wir hatten diese größte Chance jetzt Zeit gehabt. Nein. Und jetzt kommen die Leipziger. Und jetzt kommen die Leipziger. Oh mein Gott, und einer Mamude wird schallt uns hier den Sieg fest. Holy shit. Wir mussten echt noch mal zittern. Aber erneut trennen wir uns gegen Leipzig mit dem 2-1. Dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, und da sind wir wieder und wir sehen's. Direktes Duell Bayern gegen MSV in der nächsten Folge. Und wir können sogar noch weiter hochrutschen. Wir können bis zum vierten Platz hochrutschen. Ey, das wäre doch mal was. Das wäre echt was. Okay, Leute, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut